Servus meine lieben Füchse und willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge in der FIFA 18 Karriere in der dritten Liga mit Carl Zeiss. In den letzten beiden Spiele waren, nennen wir es mal, eher so mittelmäßig. Jetzt ist aber erst mal Winterpause zum Glück. Und es wird wieder eine Transferphase geben und ihr könnt mir gerne jetzt wieder Transfervorschläge in die Kommentare schreiben von Spielern, die ich vielleicht mir mal anschauen soll und vielleicht transferieren soll. Ich habe auch schon einen Kommentar bekommen, einen Spielervorschlag, den muss ich mal kurz rausschauen. Vorbereitung ist auf jeden Fall am Start. Max Christiansen, Moment. Spieler suchen. Max Christiansen als ZDM. Ja, ich glaube, sowas wie ZDM könnten wir vielleicht sogar gebrauchen. Ist ein Spieler von Ingolstadt, muss man gucken. 24 Tage. 24 Tage Scouting? Okay, krank. Wir brauchen vielleicht mal irgendwas als Stabilisierung im Mittelfeld. Also ein bisschen Spielaufbau. Weil das hat, da hat es in den letzten Spielen vielleicht ein bisschen gehakt. Verteidigung könnte man eventuell auch mal gucken, ja. Und ich werde jetzt hier auch wieder nur so mal so die Hälfte der Transferphase hier mal so machen, jetzt, damit noch ein paar Kommentare geschrieben werden können. Ich will weiter unten eine Liste von Spielern, über die wir weitere Informationen haben. Monatsbericht Jugendmannschaft. Nein, um Gottes Willen, ich möchte gern das hier aufrufen. Der hat sogar ein ganz gutes Potenzial, aber ist noch zu jung, um irgendwie zu spielen, okay? Ganz merken, wichtige Infos zum Transfermarkt. Ja, bla bla, jetzt machen wir das gleiche wie bei jedem Transfermarkt auch. So, dann können wir mal kurz nebenbei trainieren. Und dann mal schauen, wir haben ja noch ein paar Spiele in unserer Transferzentrale drin, die wir auch schon von der letzten Transferperiode da drin stehen haben. Und vielleicht mal, man weiß nicht, wir brauchen irgendwie, wir müssen ein bisschen stabiler werden. Sei es Sturm, Angriff, alles. Ich glaube, ich spiele auch mal wieder mit dieser Aufstellung, weil die hat nicht funktioniert. Oder habe ich die mal probiert? Die habe ich gar nicht probiert, oder? Weiß ich gar nicht, egal. Aber wir spielen immer wieder mit dieser Aufstellung. Gucken wir kurz, wen wir hier drin haben. Sukschuss ist verletzt für ein paar Wochen, glaube ich sogar. Wird man Brückmann hier spielen lassen? Warum? Keine Ahnung, weil ich das Gefühl habe, dass es die richtige Entscheidung ist. Lümensröben hier in ZDM. Mauer habe ich fast sogar. Das würde ich fast sogar so lassen, aber ich würde vielleicht nochmal Schmidt hier mit reinhauen oder so. Reza kann auch F spielen. Vielleicht mal so machen oder so. Keine Ahnung. Ja. Gut, was haben wir denn hier noch so für Spieler bei uns in der Transferzentrale drin, die vielleicht interessant werden könnten? Mittelstädt. Das ist halt die Sache. Wie viel Transferbudget haben wir noch übrig? Wir haben, sagen wir, eins von 250.000 Euro. da müssen wir wahrscheinlich wieder ausleihen. Früchtlein, am Torhüter lag es eigentlich nicht. Fiete Arp. Wollen Sie den? Ist erst kürzlich bei diesem Verein untergekommen? Echt jetzt? Ganz alt Jugendspieler, kam halt hoch. Bonic ist gerade ausgeliehen, Pastlak ist gerade ausgeliehen, leider. Klünter. Kürzlich bei diesem Verein untergekommen. Angel Gomez. ZOM. Hier so eine Laie vorschlagen. Was sagen Sie denn dazu? Schauen wir mal. Ja, zum Überspringen halten, bla bla bla. Zunächst sollten wir uns über Leihdauer unterhalten, bla bla, den ganzen Scheiß. Mach mal ein Ja, weil sonst lohnt sich ja nicht. Natürlich haben wir mal eben José Mourinho hier bei Jena drin hocken, ist klar. Aufteil des Gehalts 50-50. Finde ich eigentlich an sich akzeptabel. Mourinho nimmt's an. Und sehr gut, dann haben wir Gomez ausgeliehen. Ein ZOM. Könnte vielleicht mal ganz hilfreich sein. Und vielleicht noch, haben wir noch irgendwas wie so ein Verteidiger oder so hier. Oder Christian haben wir gerade hinzugefügt. Zakaria ist zu teuer. Ishak. Weiß ich nicht. Preisinger. 21 ZOM. Oder Vassiliadis. Ich würde fast mal hier. Wobei, Moment, muss ich ganz kurz ein bisschen überlegen. Vielleicht mal hier Preisinger anfragen, hier bei so einer Laie. Ah, okay, gut. Hat er es kurz nicht gekauft? Dann halt nicht. Mal gucken, wie sieht es eigentlich mit unseren Spielern aus? Wir haben doch bestimmt welche auch so auf Transferliste gesetzt oder sowas. Bekommt ihr eigentlich sehen.
Wir haben drei rechte Verteidiger, das ist okay. Drei Innenverteidiger ist auch okay. Drei linke Verteidiger, ja, das passt eigentlich. Zugschuss ist verletzt, aber der kommt schon wieder. Yannick Schau, den könnten wir vielleicht... haben wir den schon auf der Transferliste? Oder haben wir den auch? Weiß ich nicht. Der Bock ist schon ausgeliehen. Wir haben noch irgendwelche ausgeliehenen Spiele, die wir vielleicht zurückholen können oder so? Ich weiß es nicht. Granat spielt eigentlich ganz gut, wenn er spielt. Und Dietz. Ich wäre sogar fast dafür. Ich muss ehrlich sagen, ja. Günther Schmidt. Keine Ahnung, den. Den habe ich nie wirklich verwendet. Der hat auch nie wirklich gut gespielt. Auch der einzige Stürmer, der bei uns wirklich gut spielt, ist Thiele, ne? Ich würde fast mal sagen, wir holen uns Florian Dietz zurück und haben dann hier noch einen Stürmer, den wir mal ausprobieren könnten. Hat ein bisschen eine bessere Bewertung bekommen. Rückkehr ausgehender Spieler, genau, mit Florian Dietz. Und den können wir mal, wobei, dann können wir uns nochmal so eine andere Aufstellung machen. Und zwar, gucken wir mal hier, Taktikvorlagen, machen wir mal eine neue, keine Ahnung. Bla. Und auf jeden Fall eine mit zwei Stürmern. Oder mit drei? Und 4-3-3 defensiv vielleicht. Dass wir dann hier auf jeden Fall Thiele vorne drin haben. Wo ist er denn? Da ist Thiele. Und Dietz würde ich dann auch mitnehmen. Wo kann Dietz noch spielen? Ich kann auch noch Sturm spielen. Thiele auch nur, ne? Ja, da habe ich Dietz vielleicht mal, keine Ahnung. Packe ich dann mal hier auf links und Rese, weil er auch RF spielen kann, packe ich dann hier auf rechts. Dann spielen wir mit drei Stürmern. Das würde ich dann gerne mal ausprobieren. Und dann hier als ZOM sowas wie Wolfram mal rein. Keine Ahnung. Wir müssen einfach mal so ein bisschen Aufstellung jetzt durchprobieren, weil die wir bis jetzt gespielt haben, haben leider nicht mehr so gut funktioniert. Woran das liegt, weiß ich nicht. Müssen wir jetzt hier ein bisschen Troubleshooting machen. Weißt du Bescheid? Zwei LV sind auch relativ sinnfrei. Ja, da würde ich es fast mal so lassen. Die dritte Aufstellung, die wir mal ausprobieren können. Mit Dietz, dem zurückgekommenen. Der aus der Leihe zurückgekommen ist. So, zurückgekommen, what the fuck. Abgelehnt, what? Aber. Hey. Blasphemie. Ist ja scheiße jetzt. Fangen wir Team. Wie ist jetzt mit ihm aus? Kürzlich gekauft hat, ne? Oh Gott. Jetzt mit dem hier aus. Dann halt nicht. Wir holen uns dann keine neuen Spiele oder was? Ja, nicht wahr sein. Weil, wann ist eigentlich das nächste Spiel? Will ich jetzt nämlich zum nächsten Spiel simulieren? Genau, dann würde ich mal bis zum nächsten Spiel von Fortuna Köln simulieren. Dann haben wir noch ein paar Tage, genau, wisst ihr Bescheid, haben wir noch ein paar Tage Zeit, wo ihr dann auch noch ein paar Vorschläge schreiben könnt. Niklas Erlbeck. Hat der irgendwann schon mal bei uns gespielt? Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich würde fast sagen, wir haben das Angebot an, ich meine, es sind 400.000. Da haben wir wieder ein bisschen mehr... Ja, Möglichkeiten auch beim Gehaltsbudget so ein bisschen zu tricksen, wenn wir jemanden ausleihen wollen. Ist es halt, waren es Mittelfeldspieler. Vielleicht müsste man fast noch einen Mittelfeldspieler dazu holen, ne? Müsste man eigentlich fast noch machen. Was haben wir denn hier nochmal so an Mittelfeldspielern? Ich habe da überhaupt keinen Überblick. Burnisch-Preisinger. Kürzlich gekauft. Deine Mutter, ey. Entschuldigung. Christiansen. Schlag mal vielleicht mal ein paar Mittelfeldspieler vor oder so. Das kann ja nicht wahr sein. Ich habe den Spieler kurz nicht gekauft. Will den Verein nicht nochmal wechseln. Mein Gott, René Eckert. Oh. Oh, wir müssen vielleicht mal ein paar Verträge verlängern. Vielleicht von Kühne mal hier so. Den
Vertrag verlängern. Vertragsverhandlungen. Verlängerung. Machen wir hier so ein bisschen, keine Ahnung. Ja, komm, passt. Hier so. Sehr gut. Kam mit Kühne verlängert. Wie sieht es mit Eckhardt aus? Wo ist er denn? Scheiße. Komm schon, nimm den Vertrag an. Ich weiß doch, dass du hier bei uns spielen willst. Mich, sie wissen das. Gilum Cross. Ne. Den will ich nämlich auch mal wieder spielen lassen. Ich habe den. Der ist ein bisschen zu kurz gekommen. Und ich werde den nächsten Spiel. Auch mal spielen. Das war ein linker Verteidiger, glaube ich. Ne? Müssen wir einfach mal ausprobieren. Und wir werden dann auch mal im nächsten Spiel gegen Fortuna Köln, war es ja, glaube ich, mit dieser Variante mit drei Stürmern an die Sache rangehen. Wobei ich glaube, ich lasse jetzt diese 10 Minuten so als Transferfolge. Es tut mir zwar leid, aber ich habe jetzt nächsten Tagen nicht so viel Zeit zum Aufnehmen und ich muss noch ein paar Videos aufnehmen. Und deswegen muss ich halt mal so ein bisschen Manfred Starkes kaufen. 820.000. 1,1 Millionen. Okay, das haben wir schon abgelehnt. Eigentlich nicht, weil er ein wichtiger Spieler ist. Eckhardt verlässt den... Ja gut, Angebot von Kaiserslautern, zweite Liga. 70. Boah, ist natürlich schon geil, ne? Aber... Scheiße. Manfred Stärke. Ne. Kann man hier Angebote blocken. So. Genau, Angebote blocken. Genau. Können wir kein Angebot für Manfred Stärke bekommen? Weil den Spieler würde ich hier gerne behalten. Was haben wir hier noch? Matthias Kühne, Manfred Stärke. Ich habe Angebote geblockt. Dankeschön. Kühne, RV. 300.000. Man könnte noch einen besseren Deal vereinbaren. Wie wäre es mit 500.000? Wollt ihr mir 500.000 für ihn zahlen? Neue Transfersumme vorschlagen. Und zwar 500.000. So, Angebot absenden. Nein, wir... mein Freund. Ja, aber nein. 500.000, dabei bleibt's. So. Der Wut stürmte aus dem Verhandlungszimmer. Wieso bist du jetzt traurig? Ja, wenn er keine 500.000er an... Das ist, nee. Ja, was die kommende Partie angeht. Zugschuss möchte mal wieder spielen. Okay, komm mal. Wenn, bist du nicht mehr verletzt? Dann kannst du im nächsten Spiel gerne wieder spielen. Dann, nächstes Spiel gegen Fortuna Köln. Tut mir leid, dass es wieder so eine bisschen langweilige Folge war. Wie dir gesagt, ich muss ein paar Folgen aufnehmen. Ich muss ein paar Videos vorproduzieren und deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Vorschläge gerne in die Kommentare schreiben. Haut rein, Leute, und ich würde auch sagen, machen wir Schluss für heute.